frag mich, Moment, ich guck mal. Wobei, nee, ich hätte überlegt, ob ich vielleicht Sekunden mit einer Zeitflöte befreie, aber lohnt sich eigentlich schon gar nicht mehr, weil es ja schon gut, fast bald ein Viertel. Warte, ich kann ja auch die Odys jetzt mal machen. Ja, könntest du. Und du könntest vielleicht mal auch ein paar Kolosseum machen, damit du jetzt auch Geld hast. Geld. Und die TMs daraus kriegst. Geld, 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 Geld. Ja. Weil du kriegst aus jedem Kolosseum 4 TMs. Boah, wenn ich das ja mache, dann komme ich auf jeden Fall über ein paar 100. Warum? Locker. Ja, ich meine, ich bin jetzt schon sehr... Von den Parts her ist schon sehr weit. Ja, so stimmt. Ich hab, ja, es hab ja, wer ist das, Vergleich gehabt? Wer ist das, du, wo du 47 bist oder so? Bin ich schon, wer ist das, am Lagerturm? Siehst du mal. Ja. Oh, das sieht auch ein bisschen gefährlich aus, ne? Und, ja, es ist, und du bist, jetzt machst auch keine 15-Minuten-Parts direkt. Du machst ja, glaube ich, ein Stückchen länger. Ja, seit ich wieder darf schon. Zeitflöte! Boah, und der ganze Aufwand für einen kleinen Raum. Hier könnte man eigentlich auch alles einfach mal lahmlegen. Aber ganz ehrlich, der eine Typ war doch da, um die Zeitflöte zu klauen. Oder? Wo hat man nochmal die erste herbekommen? Die hast du am Duellberg Anfang bekommen. Deine, wer ist das? Typi da, der muskelbepackte Vorstand. Ach ja, genau. Wollte sich die holen. Und dabei haben sie doch die O-Disc bei sich im Lager, wo sich eine Zeitflöte dann befindet. Traurig. Stimmt, was macht die mit einer Disc im Lager? Ja, als ob die hätten, außerdem ist es doch denen ihre Stadt, die hätten doch locker, fupp, flieg hoch, hol die Zeitflöte. Nö, die müssen auf Duellberg-Chaos anrichten. Ach ja, wer hat die überhaupt da hingelegt? Also, das muss man ja wirklich noch philosophieren. Irgendjemand muss ja schon vorher hochgegangen sein, um die da, ich denke mal, zu verstecken. Ja, ist das, gehst du eigentlich in dem Spiel auf, warte mal, auf Zuneigung zu dem, von dem Pokémon? Nö. Bevor du jetzt hochgehst. Weil dann könntest du dir nämlich mehr als das billige Heilzeug holen können. Ach so, dieses Schlog, ne, wie heißt das, Kraut und so. Kräuter, ja. Na, wenn du nicht über Rückkehr oder sowas spielst, dann kannst du das da locker schnell holen. Dann kriegst du auch billig, wie heißt das, Supertrank Potion so Stärke her. Sie schon. Na gut, jetzt habe ich über 7000 Dollar. Das ist nicht viel. Ein Supertrank kostet 700. Ein Übertrank 1200. Ja. Deswegen sage ich, würde ich sagen, wenn du dich aufstocken willst, geh da nochmal rein, weil jetzt kommt nämlich ein größerer Akt. Naja, andererseits kann er ja Rückkehr und könnt ja auch zumindest mehr reinhauen als Sternschauer, je nach Situation. Aber du wirst es in keinem Kampf gebrauchen, ganz ehrlich. Hab ich auch bis jetzt nicht. Du lernst dann noch Psychokinese, ich würde aber Psychokinese und Psychstrahl beides lassen. Was, wieso? Überleg mal, du hast mit Psychokinese 10 AP. Ja, ja, das dachte ich mir, dass das wegen AP kommt. Gibt's ja eigentlich auch AP Plus? Gibt's auch. Findest du, glaube ich, sogar auch im Dreierpack. Boah, das ist krass. Ja, gut, dann gehe ich mal runter und kauf mir diesen Spaß. Ja, größere Abschnitte solltest du immer mindestens genug Bälle haben. Und alles. Und mit 7000 kommst du gerade nicht weit, wenn du noch ein paar Hyperbälle oder so einkaufen willst. Mhm. Dadurch, dass du keine Kolosseum machst, ist dein Geld noch knapper als bei mir. Na, ich bin ja immer voll aufgestockt, also ich könnte da einen Zweiten Weltkrieg damit führen. Cool. Boah, weißt du was, ich glaube, ich kaufe mir jetzt erstmal nichts und warte jetzt, bis ich eine Menge hab, geht's erstmal in ein Kolosseum rein. So. Da kannst du auch gleichzeitig auch noch Suicune ein bisschen... Genau. Hast du Wablu derzeit dabei? Wablu ist noch da. Dann würde ich das Wablu gerade ja, nutzen. Hast du eine EP-Teiler? Ja. Dann gib ihm Wablu. Mach ich. Dann kriegt nämlich Wablu, ja, ist das 3/4 der Erfahrungspunkte. 3/4? Mhm. Oh, wie peinlich. Kriegt nämlich, also du gibst es das, setzt Wablu dann auch nach vorne, dann kriegt es 3/4. Das ist peinlich, glaube ich, habe immer vorher gesagt, der kriegt die Hälfte davon. Ja, der kriegt, also... Blöd gesagt ist es, ja, du hast es schon so also richtig kriegt, gesagt, er kriegt ja, ja. Der kriegt die Hälfte von Suicune dann nochmal. Und das ist insgesamt ein 3/4. Von den gesamten Erfahrungspunkten. Ach so, ja. So hab ich das gemeint. Pokémon. Fumeo. Ach, wenn ich ihn nenne.
Hast du die Arena schon Ja. gemacht? Okay. Nach Primus kam erstmal nichts, oder? Ne. Also du hast insgesamt ja jetzt drei Kolosseen, die du besuchen kannst. Für zwei bist du definitiv zu schwach. Also das hier würde noch gehen, ne? Ist ja das Du Erste. musst Suicune rausnehmen. Ah, ist hier bitte sein Pokémon hier ein Haus? Wie heißt das? PC? Nein. Oh. Ist leider Also du nicht hast der so Fall. gesagt hier, das wusste ich gar nicht jetzt, du hast so gesagt, um Suicune zu trainieren. Ja, das war eben gerade ein Gedankenfehler. Weil das ist das einzigste Kolosseum, soweit ich weiß, wo du nicht mit Kryptos rein darfst. Böse. Oh Mann. Wenn ich mich recht entsinne, ich kann mich auch irren, das ist der Shop. Oh Gott, ich wäre fast reingerannt. Links. PC, was hast du eigentlich für ein Starter-Pokémon gewählt? Tyrakrok. Cool, ist das noch in deinem Team? Nö. Cool. Ich habe das extra gemacht, also rausgelassen, weil ich habe Tyrakrok schon, also Kanimani in dem Fall, habe ich schon im anderen Ding benutzt. Ja, Pokémon Gold LP und wollte es nicht wiederholt einsetzen. Also ich will schon Variation reinbringen. Ah. Visenior, was hast denn du für ein Wesen von Visenior? Weil Visenior ist ja einer meiner Haupt-Pokémon in dem Spiel. Mit. Oh, das wäre auch nicht schlecht bei mir. Das wäre es ja. Die Frage ist, wen nehme ich jetzt mit rein? Brauchst du eigentlich nicht, weil die kommen eh nicht zum Einsatz. Wahrscheinlich, ne? Ach. Denn ich würde das von deinem Team nehmen, was das niedrigste Level hat. Das Niedrigste. Ja, also von deinem Team würde ich jetzt nehmen, So. damit du es ein bisschen hinterher levelst. Ansonsten nehme ich mir Eagle aber mit. Okay, warum nimmst du eigentlich überhaupt was mit? Ich weiß nicht, ich will 6 Pokémon haben. Achso, du hast Meditia ja gar nicht bekommen. Wen bekommen? Meditia, ich wollte gerade fragen, entrüstest du die Items von den anderen Pokémon nicht, aber Meditia hast du ja nicht für Krummlöffel. Nee, habe ich nicht. Ein Meditia trägt ja den Krummlöffel. Da habe ich ja ganz schön was verpasst. Verdammt. Ja. Fängst du nicht die guten Pokémon? Richtig. Und was sogar von jetzt sind ja 3. Ich sag mal im Vergleich gut, bei dir ist das jetzt sogar eine Menge, aber ich meine jetzt für einen Allgemeinvergleich ist es jetzt mal nicht mal so wenig, die ich da verpasst habe. Aber du warst trotzdem live bei einem dabei. Und du hast es sogar mehr oder weniger beschworen, will ich immer sagen. Ich wollte dir sagen, dass ich das nicht gemacht hätte, aber ja, du musst es ja unbedingt. Ach Ich komm, musste es machen. boom. Du hättest es ja Ja. nicht gemacht. Ja, meine Wenigkeit. Ich mache das ja auch professionell, wie einer ja geschrieben hat. Professionell. Das habe ich jetzt sogar im Pokémon Battle Revolution, wie heißt das nochmal, angesprochen. Cool. Ich kann mir gut vorstellen, wie du da vor deinem Computer sitzt mit so einer schlauen Brille und am besten mit so einem Lexikon. Nö, ich sitze. Wie sitze ich denn da? Ich hab. Ja, Socken, Socken. Jogginghose, so ganz gemütlich, richtig chillig. Ja, es ist T-Shirt und es ist so eine Stoffjacke. Sitze ich hier so ganz gemütlich. Oh, der kommt mir aber wirklich nicht stark rüber. Und du hast einen 40er. Ja. Willst du aber? Ja, aber erstmal sind es nur 2 und dann auch nicht, ja, die stärksten an sich, ne? Gerade Azur. Ja, ich kann dir nur eins sagen, versuch's nicht ins nächste Kolosseum, weil die sind schon mit 51 in Ja. Weiterentwicklung. Das war mein Fehler, den ich gemacht habe. Mit 37er. 37 war mein höchstes Level und ich gehe da rein. Mies. Mit Altaria gerade so am Ende geschafft. Es geht hier nur darum, erstmal, dass du deinen Wapplu vielleicht entwickeln kannst und dass du ein bisschen Geld kriegst. Finde das übrigens richtig cool gemacht, dass er schon bereits Erfahrungspunkte hat. Und jetzt nicht so gesehen von diesem Level ab null an von null anfängt. Aber an sich, es ist, auch wenn die so niedrige, erst das niedrige Pokémon sind, die Levels sind trotzdem hoch. Von Anfang an. Ja. Ganz ehrlich, damals, wo ich das Spiel also zum ersten Mal hatte, bin ich ja nicht auf die Idee gekommen, das Regal zu verschieben. Das eine. Und hab dann hier, wie heißt das, mein Pokémon, ein Psyana. Ich habe nur Psyana mit alleine da reingenommen und hab das übelst hoch gelevelt. Wow. Habt ihr das Psyana fast
Ich glaube 45 hatte ich schon. Beim ersten Mal. Weil ich nicht weitergekommen bin. Coole Sache, Mann. Mehr oder weniger. Und wann hast du es zum ersten Mal gezockt? Wenn ich das zum ersten Mal gezockt habe, mal überlegen. 3-5 Monate nachdem es rauskam. Oh, dann war's. Ja, dann ist schon ordentlich lange her, auf jeden Fall. Ich hab das ja mit dem Colosseum Starter Box bekommen. Ja, ich auch. Mit Pokémon Box war auch drin. Ja. Und Tentara hast du niedergerumst, obwohl Dodo gefährlicher wäre. Ja. Dodo gibt sogar gute Erfahrungspunkte. Dodo kann noch fliegen lernen, oder? Ja, und ja, Dotri dementsprechend auch. Aber Dodo zum Beispiel mit Zapdos und Ibitak sind eine der einzigsten Pokémon, die in der ersten Generation Borschnabel lernen können. Ja, das ist die Attacke. Das ist eine der geilsten Attacken. Borschnabel ist eine gute Attacke. Ich auch manchmal am Tendieren, ob ich, wie heißt es, mir ein Zapdos mache, was speziell und physisch ausgelegt ist, damit ich den Borschnabel mitnutzen kann. Ja. Weil ich liebe diese Attacke irgendwie. Die hatte auf Pokémon Stadium 2 so eine coole Animation bekommen, fand ich damals. Wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich so, boah, geil, wie sie aussieht. Ich als kleiner Fratz da total happy, weil das aussieht wie so eine Bohrmaschine, ey, so. Und hat auch so einen Sound gehabt. Cool. War ich da so happy. Stamina heißt er. Bist jetzt schon Kampf 3. Stamina ist Stamina ich erst englische Wort für Ausdauer gewesen. Jupp. Ja. Ja, passt ja auch zu einer Sportlerin in dem Fall. Ich finde das gut, dass es einen Namen hat, der zumindest zur Person mehr oder weniger passt. Wie sehen eigentlich die Erfahrungspunkte aus, weil Blunitz so voll war? Nee, es hat ja schon ein Level erreicht jetzt. Warte, ich wollte jetzt nicht. Der Anton ist ja gar kein Dings. Ist kein Psycho-Pokémon. Ja. Auch wenn es so psychomäßiger aussieht. Ist Enteron eins? Enteron? Ja. Nö. Kann aber Psycho-Attacken. Ja, das kann's. Aber mehr auch, ne? Geduld, oh Mann. Oh. Trotzdem. Aufklappen. Welches Level ist dein Wablu? War es jetzt 37? Ach, wir sehen es zwar jetzt, oder? Oder wird das... Ja, 34. Ja, okay, ein Level noch. Dann entwickelt sich 35. Ansonsten hätte ich ja einen Sonderbonbon dafür rausschmeißen können. Hier, friss. So richtig schön eiskalt faul. Aber im nächsten Auftritt würde ich wirklich alles geben. Wie sitzt sie denn da? Was soll denn das? Ich will gar keine Manieren. Ja, Fußtraining halt. Fußtraining. Einfach die Füße in die Luft. Was für ein Training. Wir sind schon im Finale. Ich glaube nicht, dass man ein Level-Up erreichen wird. Das sind 3 Pokémon. 3. Boah, das ändert sich ja richtig schon an die ersten Areale hier, diese Kämpfe. Ja, mit einem Starter-Pokémon oder Pikachu. War das. Also, 3 Stück haben mit Starter-Pokémon, 1 hat ein Pikachu, soweit ich weiß. Aus welcher Generation? Starter-Pokémon, Feuerriegel und sowas. Hydropi. Vollriegel sage ich schon, Flamly wollte ich sagen. Also dritte. Hydropi. Sieht ja auch irgendwie knuffig aus, ne? Und da gibt's ja auch so ein Internet-Meme zu. Ja. Nein. Nein. Ich sag nichts dazu, fertig aus. Klar gibt's das. Ich sag aber nichts dazu. Du sagst ja nichts zu, ich kann dir auch was zu sagen. Na, mach was. Nö, ich weiß nichts dazu. Doch, das ist einfach... Warte, wie war das? I heard you so... Warte, ganz falsche Rechtschreibung aber. So, I heard you like Mudkips. Und dann gibt's diese eine Szene, wo die dann immer Mud und Kip machen. Und das so 10 Stunden und... Mud. Kip. Mud. Alle sind verwirrt. Kip. Ja. 10 Stunden. 10 Stunden. Ja, oder je nachdem, wie lange man bei YouTube was hochladen kann.
Du kannst unbegrenzt hochladen. Ja, so war wirklich der Rekord, den ich jetzt gesehen habe. Das war jetzt einfach so ein Video von irgendeinem Blackscreen oder so. Das war wirklich 571 Stunden. Ja, das guckst du dir im Fullscreen in, es ist bester Qualität auch. Ja, gab's aber leider nur in 240. Stell dir mal vor, jemand lädt das echt in HD hoch. Und, ja gut, Blackscreen würde ja noch so gehen, aber... Was weiß ich, jetzt eine Anreihung... Eine ganze DVD-Collection. Sowas. Die ganze Bud Spencer Terence Hill Collection. Joa, und danach wäre es, nachdem der Upload fertig ist, gesperrt. Ah, oh, dann... Können wir nicht schon vorkommen. Nein, das ist so knapp, das ist richtig traurig. Entweder gehst du nochmal rein, oder du gehst einfach hier in der Stadt und sprichst dann einen Trainer an, den Skater, wenn du den noch nicht gemacht hast. Ich weiß nicht, ob ich den gemacht habe. Von denen kriegst du noch eine TM. Ich habe gegen einen Opa gekämpft.